Wichtig, wichtig. Im Ballbesitz geblieben. Doppelpass und statt durch. Ah, oh, nicht steil genug. Warum so ein schlechter Pass? So, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde. Willkommen zurück. FIFA Ultimate Team Liga. Road to Liga 1 ist das Motto. Und wir sind angekommen in... Was sind denn wir eigentlich schon? Sind wir schon Liga 8? Sieht man das hier irgendwo? Oh Gott. Ja, Liga 8. Also es geht voran, auch wenn die letzte Saison echt grottenschlecht war und wir den Aufstieg mit Mühe und Not geschafft haben, ist der Start in Liga 8 leider auch nicht besser. Das erste Spiel eine 0:1 Niederlage. Ja, schauen wir mal, wie das zweite Spiel läuft. Ihr seht es, keine großartigen Veränderungen am Team. Wir starten hier direkt gleich drauf los und hoffen, dass das hier besser wird. Tja, bisher, wie gesagt, die letzte Saison, die war echt mit 5 Niederlagen. Da muss man sich mal reinziehen. Also Liga 3 steigt man da auf jeden Fall ab, Liga 4 glaube ich auch. So, also ja, das war auf jeden Fall viel, viel zu wenig. So gerade irgendwie ne, 2 Hauptprobleme vorne, die Chancen nicht am Machen und hinten einfach immer zu weit weg vom Gegner, also zu einfache Tore auch am Kassieren. So, das muss jetzt auf jeden Fall besser werden. Der Gegner spielt auch mit einer Bundesligamannschaft, mit Trapp im Tor, auch interessant. Bruma in der Verteidigung, Tah in der Verteidigung, Wendell, Selassie, Virinha, Kimmich, ich weiß gar nicht, wer der CDM dort ist, Kostic auf links, Modeste und Gomez. Kein schlechtes Team, kommt gerade nicht, das Lichtensteiner oder wie der heißt, da von Hertha. Kein guter Start in die Spielzeit. Nun gut, schauen wir mal, auf geht's. Umso wichtiger, Wolf, dass sie sich heute fangen und die ersten Punkte holen, sonst könnte es eine schwierige Saison werden. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Schauen wir auf ihre taktische Ausrichtung heute. Ich hoffe einfach, dass wir diese Saison einfach eine ruhigere Saison haben als die letzte und nicht so viele Niederlagen kassieren, denn das, ja, das geht aufs Gemüt. Ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen. Viel zu spät vom Ball getrennt. Schürrle. Und Schürrle schicken. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schön durchgesetzt. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Tolle Flanke. Verlänger nochmal. Der Abwehrspieler ist da. Ah, schade. Müsste Ecke geben. Sehr schön. Ja, gibt Ecke. Eieieiei. Das könnte ein spektakuläres Spiel heute werden, Buschi. Und wenn es so kommt, Wolf, dann liegt es vermutlich vor allem auch an den beiden herausragenden Akteuren. Oh, auf den jeweiligen, da vergisst Seiten. Er den Ball einfach mal. Wir wissen doch, was das für klasse Jungs sind. Unwiderstehlich, wie er hier mit dem Ball am Fuß losläuft. Gute Aktion. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt liegt's vor allem an den wohin? Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie schön wieder geholt. Nicht durch. Ah, schade. Virinha. Tah. Kostic. Schön, ah, ja, und er hat den Ball. Wichtig, wichtig, im Ballbesitz geblieben, Doppelpass und statt durch. Ah, oh, nicht steil genug, warum so ein schlechter Pass? Virinha. Also was man auf jeden Fall machen muss, es gibt jetzt diesen, also was heißt es gibt jetzt? Es gibt diesen genauen Pass in den Lauf mit R1 und Dreieck. Den hätte ich wahrscheinlich in dieser Phase spielen sollen. Draxler. Einmal hintenrum. Jetzt hören wir das. Chance erstmal vorbei. Das ist natürlich zu einfach, der Ballverlust. Gut in den Lauf gespielt. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Schön. Klasse Technik. Ah, dann zu schlecht, ey. Also da muss man auch mal irgendwie da mehr draus machen. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Da ist der Ball weg. Abgepfiffen. Glück, dass ich hier das Foul ziehe. Aber ey, das war schon echt, also Mann, da mache ich zu wenig draus. Ecke? Ich glaube, müsste Ecke geben. Ja, und gibt's Ecke. Auch. Da passt er auf. Jetzt Gomez. Das könnte gefährlich werden. Nee, aus
der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner schön durchgesteckt. Jetzt geh mal, André. Du bist schnell. Da steht die und krass, ey, da lässt er sich so abkochen von Tar, ey. Ich verstehe das nicht. Schürrle ist doch viel schneller, ey. Mann. Ecken haben bis jetzt null Gefahr. Gibt Einwurf. Beziehungsweise strahlen null Gefahr aus. Schürrle jetzt. Jawoll. Mann. Ihr seht es, es ärgert mich. Ich meine, wem würde es nicht ärgern? Das wird die Chance werden. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Hermann. Und Raphael. Oh, da kann er Mann! Stoppen. Ja. Das war faul. Da muss er Freistoß geben. Besser ist das. Gebre Selassie. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sie suchen die Lücke. Hey, es ist so zum Ficken, Alter. Es ist genau das, Alter. Es ist genau das. Ich meine, das ist sein erster verkackter Kopfball und er macht ihn. Fuck, ey. Es kann's doch nicht sein, ey. So scheiße auch verteidigt. Und da hat er nochmal das klasse Kopfballtor. Toll vorbereitet und dann stimmt auch das Timing beim Kopfball. Absolut sehenswert. Draxler. Lassen den Ball laufen, aber jetzt. Und da laufe ich wieder in den Gegner rein, ey. Das ist so zu wenig, ey. Wird das eine Torchance? Guter Zweikampf von Toprak. Draxler. Raphael. Oh Mann. Ja, ist zu schlecht. Zu wenig. Ich will irgendwie zu viel Dinge, die hier irgendwie nicht gehen. Keine Ahnung. Da muss auf jeden Fall viel mehr kommen. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Das Abseits. Ach, kennt ihr dieses Gefühl, wenn man diesen Controller einfach nur noch gegen die Wand klatschen will? Lustenberger. Lustenberger, genau. Da passt er auf und geht dazwischen. Und natürlich springt ihn der Ball genau wieder vor die Füße, ey. Klar, ey. Hilbert. Sehr guter Einsatz. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gibt Vorteil hier. Und jetzt kann er schießt. Und klar, er kann schießen und kriegt dann noch den Freischuss. Flanke kommt gut in den Strafraum rein. So, trotzdem vor. Abgefangen. Kimmich! Geht er rein? Klar, dass sie die Führung ausbauen wollen. Ja, jetzt gibt's Eckball, gute Möglichkeit also. Anthony Modest! Und den Ball hält der Torhüter fest. Und es gibt noch eine Zugabe, 4 Minuten Nachspielzeit. Da trennt er ihn vom Ball. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt. Oh, meine Güte nochmal. Meine Güte nochmal. Also mit Raphael da vorne bin ich auch irgendwie überhaupt nicht zufrieden. Der nervt mich, der Kackvogel. Wir gegen Gomez jetzt seine Chance hier, zack. Ach, zum Kotzen, Alter. Zum Kotzen. Da bricht der Schiri auch kurz das Spiel. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Jetzt wird's gefährlich. Gutes Tackling. Ja. Ein Halbzeit. Tor. Mann, es nervt. Ich bin super frustriert. Aber naja, was soll man machen? Wir bleiben auf jeden Fall dran, ey. Wir geben nicht auf. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Wir fighten hier bis zum Schluss, denn es kann eigentlich irgendwann nur besser werden.
Das könnte gefährlich werden. Er spielt den Steilpass. Ja, nimm ihn nicht mit. Alter, du Volljockel, ey. Bruma. Kostic. Wir gehen auf jeden Fall jetzt schon auf Pressing. Alter, ey, dass wir gegen so einen Lappen hier verlieren, ne? Ey, der kann gar nichts. Spielt den Ball direkt zurück. Wird's jetzt gefährlich. Der Ball kommt. Gut. Da passt der Torhüter. Oh mein Gott. Das gibt eine Riesenparade vom Fährmann. Und jetzt back up. Oh. Hey, wir sind immer so weit weg vom Gegner. Wir kommen nicht nah genug ran. Das ist so scheiße. Jetzt wollen sie mehr Druck entwickeln und die gegnerischen Spieler früh stören. Das kann funktionieren, wenn alle mitmachen. Durch Pressing, Ballverluste erzwingen und dann eiskalt zuschlagen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz, Fußball. Oh Mann! Und hat den Ball. Schade. Mario Gomez am Ball. Da passt er auf. Meier. Nein. Warum so spät? Es geht manchmal um 10. Ja, klar. Ey. Da gibt er den Vorteil ins Abseits oder was? Ist richtig. Klar, Digga. Fairer Einsatz hier. Mario Gomez am Ball. Defensiv machen sie es gut. Lustenberger. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Oh Mann, Alter, wie behindert langsam kann man sich eigentlich drehen? Kimmich. Das könnte eine Gelegenheit werden. Die Flagge kommt gut rein. Flanke abgefangen. Gut gemacht vom Abwehrspieler. Schürrle. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern abgepfiffen. Es gibt den Freistoß. Oh ja, richtig, Alter. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Kostic. Wird das seine Torchance? Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Spielt den Ball in den freien Raum. Vielleicht jetzt! Mann, geht doch, ey! Überfällig, ey, überfällig. Und hier sieht man nochmal genau, wie der Ball noch vom Pfosten abgelenkt wird. Er passt aber auch wirklich ganz genau. Ein paar Zentimeter weiter und er springt nur wieder raus. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. In der Grafik sehen wir jetzt, wie die Ballbesitzwerte verteilt sind. Viel nehmen sie sich da nicht, das war auch mein Eindruck. Kämpfen jetzt, genau, ey. Mario Gomez am Ball. Und ich meine sowas, ey, dass ich da so behindert bin. Und er da so im Prinzip einfach an mir vorbeispaziert. Schürrle. Bender. Meier. Setz dich durch, Gomez. Das ist jetzt seine Chance. Er macht ihn nicht. Ich hasse ihn. Er macht ihn. Boah, ey, dass ich auch diese Chancen nicht mache, ey. Mann. Aber Gomez hat Stammplatz sicher im nächsten Spiel. Doppelpack. Spaß dir, ey. Mann. Jetzt dranbleiben, Alter. Bloß dranbleiben, ey. Aktueller Spielstand. Klatsch diesen Typen weg hier, ey. Das könnte gefährlich werden. Sehr gut aufgepasst.
Und da wären sie doch noch gestorben. Das war eine gute Gelegenheit. Setz dich durch. Oh, schade. Guter Gedanke. Hier. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Sie müssen schneller spielen. Dann können sie schade. Die Defensive überraschen. Gut. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Jawohl, genau so muss man am Mann sein. Immer eng dran. Und schon ist der Ball weg. Bisschen übermotiviert von Hermann hier. Jetzt müssen sie aufpassen. Klasse gespielt, guter Steilpass. Ich hasse es. Den Ball hält er gut. So einfach dann schon wieder. Aber Riesenreflex von Fährmann, ey. Das könnte schon die letzte Chance sein. Jetzt kommt der Schuss. Gut. Ich fasse es nicht. Weißt du, da springt ihn der Ball zweimal vor die Füße. Und was macht Fährmann dann? Setzt sich einfach nur hin, ey. Kann nicht sein, ey. Alles wieder offen hier. 2-2. Wird's jetzt gefährlich. Oh ja, du dämlicher Hund, Alter. Jetzt Gomez. Ey, geh doch mal ran! So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Der ist heute wirklich gut drauf. Verpiss dich, Alter. Ein echter Fels in der Verteidigung. Wird das seine Torchance? Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Und nun Gomez. Nun Schürrle. Oh ja, Schürrle. Mann, zu wenig. Zu wenig hier, ey. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Ja, am Ende geht das Spiel 2-2 aus, Leute. Keine Ahnung, ich entschuldige mich auf jeden Fall jetzt schon mal direkt für den einen oder anderen Kraftausdruck. Na, was ist hier? Spiel hängen geblieben? Nee, doch nicht. Es geht weiter. Oder? Hier bleibt es beim 2-2. Achso. Ja, hoffe, das Spiel hat euch trotzdem gefallen. Also, der Start in Liga 8 ist jetzt auch nicht berauschend. 2 Spieler, 1 Punkt, ey. Das ist. HSV, Werder Bremen-Bilanz so, Schalke 04-Bilanz, also da muss auf jeden Fall mehr kommen. Wir gucken einmal gemeinsam auf die Tabelle und ey, ich könnte so abkotzen, ne? Also na klar, irgendwie dann zweite Halbzeit hatte er auch schon seine Chancen, so das steht irgendwie außer Frage, aber wenn ich irgendwie mein Spiel aufziehe, so, dann muss ich das eigentlich vorher entscheiden und darf ihn eigentlich gar nicht immer in diese Situation kommen lassen, das ist echt zu billig, Alter, also im Prinzip muss der Gegner den Ball bei mir einmal in die Hälfte schlagen und schon hat er eine Chance. Es ist, wie es ist, Leute. Ich melde mich irgendwann zwischendrin gegen Ende irgendwie dann wieder. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und freue mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut, euer Donato.